schon kundgetan. Wir beschäftigen uns heute mit Future-Optionen auf Rohstoffe oder anders ausgedrückt Optionen auf Rohstoff-Futures. Wir wissen ja, Optionen sind Terminkontrakte, Futures aber auch. Das heißt, wir traden sozusagen Termin auf Termin und da gehen wir gleich mal durch, weil sich das doch schon ein wenig von dem klassischen Aktienoptionshandel unterscheidet. Was wir hier sehen, ist meine Landingpage bei FXFlat. Das heißt, all jene, die über FXFlat ein Konto eröffnen, haben die Möglichkeit, wenn sie bei mir eine Clubmitgliedschaft bestellen, 2 Monate gratis dazu bekommen. Und auch bei jeder weiteren Verlängerung der Clubmitgliedschaft werden immer wieder die 2 Monate plus berücksichtigt. Ja, also das möchte ich nochmal dazu sagen. Und all jene, die beispielsweise schon bei FXFlat sind und zu mir in den Club kommen möchten, die können das dann bei FXFlat auch deklarieren, dass das dann über mich sozusagen läuft. Und dann bekommt man auch die 2 Monate dazu, obwohl man vielleicht schon bei mir im Club angemeldet war. Das dazu. Ja, was wir im Club machen, ach ja, können wir auch mal hier zeigen. Wir haben ja auch Trades, das heißt, wir traden auch regelmäßig im Club. Wir haben beispielsweise den Trades der Woche, der wird immer dienstags gemacht, aber auch ansonsten zwischendurch werden natürlich auch ein paar Trades eröffnet. Die Performance ohne die Kurzfrist-Trades, also alles, was, sage ich mal, unter 14 Tage läuft, wird auf diesem Club-Depot nicht berücksichtigt. Hier traden wir eher länger laufende Optionen und mitunter auch nach der klassischen Brot-und-Butter-Strategie, die ich ja auch schon sehr häufig auf YouTube vorgestellt habe. Und wir sind jetzt momentan bei 2.500 plus mit einem Startkapital von 30, sind also bei 32,5. Ist ganz okay dafür, dass wir doch einiges an hin und her haben. Aber ich möchte auch sagen, dass das, was ich hier im Club mache, ist definitiv kein Signaldienst. Und da möchte ich mich auch stark von distanzieren. Ja, also man kann dieses Clubdepot natürlich noch viel intensiver traden. Ich trade natürlich auch privat und zwar ein wenig mehr natürlich auch, was die Anzahl der Trades angeht. Aber das, was hier ist, ist einfach nur mal zeigen, was möglich ist. Und das machen wir hier mit einem 30.000 Club Depot. Und hier kann man regelmäßig halt auch entnehmen, wie die Performance ist. Natürlich zeigen wir das hier auch in einem Trading Journal. Also Trading Journal ist dann zugänglich, wenn man natürlich die Clubmitgliedschaft hat. Die ganzen Trades, die werden auch live dann berichtet. Also auch wenn wir schließen, wird das dann aufgezeigt. Und wir tracken diese Trades natürlich immer mit dem Club, also mit all denen, die in dieser Community drin sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Rückfragen sind natürlich erlaubt, beziehungsweise sogar sehr, sehr willkommen. Kommunikation für mich ein wesentlicher Faktor für den Erfolg, weil viele von euch haben vielleicht schon das ein oder andere Live-Seminar besucht. Da waren 2, 3 Tage, die waren voll Power, man war hoch motiviert. Aber dann, wenn man anfängt und auf einmal sieht, oh, wie war das nochmal oder wie setze ich das um, ist natürlich immer eine Resonanz willkommen und die ist häufig nicht gegeben. Wir haben einen Club mit über 300 Clubmitgliedern und halt diverse Experten. Der Martin Luschek, der Optionstrader, der ist jetzt auch für uns bei Options for Winners tätig. Da begnügen wir uns nicht nur mit, sage ich mal, Trades für kleine oder mittlere Konten, sondern wir konzentrieren uns dahingehend auch auf Konten, beispielsweise Trading GmbH, wo die 20.000 Verlustverrechnung nicht wesentlich ist oder natürlich auch für größere Konten, wie man die beispielsweise hedgen kann. Die 20.000 Verlustverrechnung. Die sind halt da und damit müssen wir leben. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, diese zu umgehen. Natürlich kann man in Deutschland eine Trading GmbH gründen oder vielleicht wie der ein oder andere in Länder auswandern, wo diese 20.000 keine Relevanz haben. Man kann natürlich trotzdem auch mit 20.000 ordentliche Ergebnisse erzielen. Das ist jetzt hier ein 30.000er Konto und ich habe noch ein anderes Konto, das ist ein 100.000 Konto. Da wird das Gleiche sozusagen mit 3 skaliert. 3 skaliert heißt, das, was ich hier mache, wird einfach in der Anzahl verdreifacht. Und da kommen wir auch mit den 20.000
problemlos hin. Wir haben hier aber auch verschiedenste Tools, die wir nutzen, und der 20K-Checker ist hier noch nicht erwähnt. Das heißt, wir haben jetzt auch noch ein Tool, mit dem man die Verlustverrechnung monitoren kann, sprich sich immer wieder vergegenwärtigen, wie viel von den 20K habe ich verbraucht. Das ist wirklich wichtig, und die Hoffnung, dass beispielsweise das Finanzamt das durchlässt oder dass irgendeine Klage Erfolg haben wird, da würde ich mich nicht mit begnügen, kann sehr, sehr teuer werden. Ich kann da Storys erzählen, die sind weniger schön. Der nächste Punkt hier, und da sind wir halt jetzt Storys erzählen. Ich habe jetzt auch einen Podcast eröffnet, das habe ich mir ganz spontan vorgestern überlegt, und das liegt einfach daran, dass ich jetzt hier bei FX Flat oder bei mir im Club oder bei YouTube im Wesentlichen Wissenstransfer mache. Da gehört meine Meinung nicht hin, aber viele fragen mich nach meiner Meinung, und da habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt über Podcast. Das heißt, da werde ich auch konkret werden. Da geht es jetzt nicht nur um Börse, Optionshandel, sondern auch um Unternehmer. Ja, beispielsweise ist Options for Winners ist natürlich jetzt auch eine Unternehmung, und wir werden bald für unsere App, das heißt, wir haben jetzt auch Apps programmiert, mit denen man dann auch 0DTE und weiter kürzer laufende Trades mit traden kann. Da werden wir auch noch eine GmbH für gründen. Und da ist es vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen einfach mal mitzukriegen, was für Probleme fallen da an, was muss man alles machen, welche Vorbereitungen sind notwendig, und natürlich halt auch so Stories aus dem Leben. Und da möchte ich mich natürlich auch mit Leuten unterhalten, die einen Mehrwert bieten. Heute ist zum Beispiel der Experten-Talk mit Martin Luschek. Da geht es halt auch um die Vorstellung seines Mittwochs-Meetings, was er jetzt jeden Mittwoch bei uns macht, worum es geht. Da geht es heute Abend übrigens um eine 9-Tage-Iron-Condor-Strategie, die wirklich mega ist. Das ist ein Backtest von einem Clubmitglied, kann ich nur sagen, eine richtig geile Strategie. Aber es ist eine High-Probability-Strategie, und eine High-Probability-Strategie heißt eine Strategie mit einer wirklich hohen Trefferquote. Hohe Trefferquote, 85% mehr. Ist wirklich schön, freut man sich drüber, aber bei diesen High-Probability-Trades ist oft die Kehrseite, dass wenn es mal daneben geht, also wenn das Kind in den Brunnen fällt, dass die Verluste exorbitant hoch sind. Bei diesem Backtest reden wir von einem Test auf ein 300.000er Konto mit 30 Trades. Also man geht 30 Mal diesen 9-Tage-Iron-Condor. Wenn es daneben geht, war beispielsweise mal ein Verlust von 22.000. 22.000 in Bezug auf 300.000, sagt der ein oder andere, sind ja noch nicht mal 10%, tut ja nicht weh. Dieser Trade wird aber jede Woche eröffnet. Und wenn man jetzt beispielsweise mal 4 oder 5 verlustige Trades hintereinander hat, 100.000 K, ein Drittel des Depots weg, dann glaube ich, dann wird auch der mit der höchsten Resilienz trotzdem vielleicht nicht mehr aufstehen. Ja? Und deshalb suchen wir natürlich auch als Optionshändler, und das ist ja das Schöne, suchen wir halt als Optionshändler Möglichkeiten, wie können wir schaffen, diese Strategie zu traden, weil diese Strategie als solche ist mega. Aber gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht doch noch den ein oder anderen Hedge aufzubauen, dass vielleicht aus den 22K Max-Verlust nur noch 11K Max-Verlust werden? Und das sind halt solche Themen, die werden wir wie beispielsweise heute am Mittwoch mal diskutieren und auseinandernehmen. Und Ziel des Ganzen ist ja sozusagen, dass man nachher nicht nur versteht, sondern auch nachhaltig alleine und selbstständig tradet. Ja, das ist halt die Wichtigkeit an der ganzen Sache. Und deshalb hier auch nochmal back zurück zu diesem Podcast. Da waren jetzt beispielsweise auch so Vorfälle wie am Sonntag. Da hat das YouTube-Video irgendwie ein bisschen verrückt gespielt. Aus meiner Perspektive war es voll hochgeladen. Und dann kommt direkt eine Rückmeldung. Zu Options for Winners gehe ich nicht. Sowas Unprofessionelles wird noch nicht mal geprüft, ob das jetzt richtig hochgeladen ist, bla bla bla. Direkt mit dem Schlag ins Gesicht. Und da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, warum regt man sich so auf? Gib dem Kollegen doch mal die Chance, vielleicht da auch mal Stellung zu nehmen. Und das wird heute viel zu wenig gemacht. Und deshalb sage ich, hier bei Podcast werden halt auch solche Themen
angesprochen und natürlich auch, wie ich damit umgehe. Ich bin damit gar nicht umgegangen, ich habe mich damit gar nicht beschäftigt, sondern ich habe mich mit YouTube selbst auseinandergesetzt und gefragt, Kollegen, woran liegt es, dass ich das nicht ganz hochladen kann? Und dann war es auch schon gelöst, zwar nicht am selbigen, nicht am Sonntag, wie ich es eigentlich verspreche, sondern am Montag, aber sowas passiert und sowas passiert im Optionshandel natürlich auch. Ja, das heißt, wenn man mal eine Strategie lernt, dann ist das eine Strategie, die wurde vielleicht schon Wochen, Monate etc. getradet, kann natürlich trotzdem mal in die Hose gehen. Das war bei 0DTE auch in der letzten Zeit der Fall. Und wenn man dann gerade anfängt und hat beispielsweise jeden Tag Verluste und das zwei Wochen, dann passiert es so, dann kann es sein. Ja, dann ist es einfach so. Und dann muss man sich halt überlegen, ist vielleicht diese Art des Trades nicht die richtige Strategie für mich oder möchte ich an mir arbeiten, um schlussendlich auch solche Strategien zu machen. Und das muss man halt schlussendlich auch mit sich selbst ausmachen. Ja. Wir haben jetzt auch noch ein paar Trades offen und ich wechsle jetzt hier einfach mal. Das ist jetzt mein Clubdepot, logischerweise bei FX Flat. Kann ich nur empfehlen, in jeglicher Art und Weise, ne, auch die zwei Monate gratis. Und wir sehen es hier, das ist eine Porsche-Aktie mit den 6,3% Verlust, die haben wir uns andienen lassen. Wir haben aber hier jetzt schon wiederholt eine Call-Option drauf verkauft. Ja, da hoffen wir, dass wir die Aktie bald irgendwann los sind. Wenn nicht, haben wir immer noch unsere über 5% Dividende. Hier oben haben wir einen Iron Condor auf Alibaba, der läuft bald aus. Ja, wir sind jetzt hier noch zwei Tage, kann man hier schön in der Spalte sehen, sind wir zwei Tage. Und die restlichen Trades, die noch offen sind, es sind nicht viele, sind 30 Tage. Eben schon erwähnt, die verkaufte Call-Option auf Porsche. Und dann haben wir noch einen Bullpen-Spread auf den SPY. SPY ist der ETF auf dem S&P 500. Und dann haben wir noch einen Bear-Call-Spread. Ja, also das sind die Trades, die wir hier offen haben. Und wir werden wahrscheinlich, vielleicht nicht heute, vielleicht aber morgen, noch weitere Trades auf diesem Clubdepot eröffnen, weil wir sind definitiv, und jetzt gehen wir mal in unsere Performance rein, sind wir hier im Oktober noch weit weg von unserem Ziel. Ziel ist unsere 1% pro Monat und die 12% im Jahr. Wir haben natürlich auch gehofft, dass jetzt sozusagen die Jahresendrallye am Ende ein bisschen mehr zunimmt. Wir gucken mal, was jetzt kommt. Aber wenn wir uns mal hier jetzt wieder anschauen, es ist einfach ein Hin und Her. Momentan sind wir neutral. Der S&P 500 heute wieder 0,5% im Minus. So ist es halt. Und für uns als Optionshändler immer wichtig ist ja natürlich der Volatilitätsindex, auch als Panikbarometer bekannt. Sind wir bei 18,40, ist noch alles gut, ist jetzt nichts, was uns vom Hocker hauen sollte. Ich habe am Sonntag ein Video gemacht, ich habe es am Sonntag gemacht, aber leider ja am Montag erst hochgeladen, das war ja das. Aber da habe ich auch über Future-Optionen gesprochen und da habe ich auch gesagt, kommt jetzt die Gold-Rallye und was können wir als Optionshändler machen, um von der Gold-Rallye zu profitieren? Ja. Und wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, das ist jetzt die TradingView. Die TradingView ist ja die Online-Chart-Plattform, für die ich auch diverse Indikatoren programmiert habe, die auch zugänglich sind, wenn man im Club ist. Alternativ kann man das auch so bestellen, alles auf meiner Homepage zu finden. Und da haben wir jetzt gesehen, es sieht schon ganz gut aus, was jetzt mit Gold passiert ist. Und hier unten, das ist jetzt für euch wahrscheinlich noch alles nicht nachvollziehbar. Und da gehen wir jetzt aber auch gleich drauf ein. Das heißt, heute besprechen wir sozusagen die ersten Schritte, die man hier gehen kann, um auch Future-Optionen auf Rohstoffe zu traden. Ich wechsle jetzt in eine Präsentation und eben schon gesagt, wir traden hier Optionen auf Rohstoffe aus unterschiedlichsten Gründen. Also der erste Grund, hier steht ja geschrieben, weniger bis keine Schiefe der Volatilität. Fakt ist, wenn man auf Aktienoptionen tradet, ist es immer so, dass man für die Put-Optionen mehr Prämie bekommt als für die Call-Option. Wenn wir jetzt als Stillhalter ins Rennen gingen, hieße es ja, mit verkauften Calls bekommen wir weniger als mit verkauften Puts. Und das ist richtig. Und das liegt natürlich auch daran, dass man Aktien grundlegend ja, gegen Kursverluste absichert, aber nicht gegen Kursgewinne. Ja, das ist jetzt sehr allgemeingültig, aber knapp richtig
zusammengefasst. Das ist bei Rohstoffen nicht der Fall, weil bei Rohstoffen haben wir Range-Märkte. Ja, das sind welche, die wollen, dass die Preise steigen. Ja, und da sind natürlich welche, die wollen nicht, dass die Preise steigen. Ja, wenn jetzt Leute jetzt beispielsweise verarbeiten etc., die wollen natürlich niedrige Produktionskosten haben und der andere, der es dann verkauft, der will natürlich hohe haben. Also da sichert man sich sozusagen gegensätzlich ab. Und Range-Märkte heißt ja auf gut Deutsch nichts anderes. Ups, falsch, ich habe ja hier gar nicht. Ne? Range-Märkte heißt ja Folgendes. Wenn wir jetzt hier mal reingehen, das ist der Discord-Server, den muss ich mal kurz hier schließen. So. Range-Märkte heißt Folgendes. Dass ich die Preise immer in einer bestimmten Bandbreite, in einer Range bewegen. Ja, nach oben hin sind sozusagen die Preise begrenzt, ja, mit den in Anführungszeichen Substitutionsgüter. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ich jetzt, wenn Gold zu teuer wird, dann suche ich mir ein alternatives Rohstoff und dann fällt der Preis wieder, weil dann die Nachfrage zu schwach ist. Wenn der Gold hier unten ist, da muss man natürlich auch die Produktionskosten etc. berücksichtigen. Und wenn der Preis zu niedrig ist, wird es natürlich weniger Anbieter geben. Das heißt, auch da, es folgt wieder eine Umkehr. Und das sind halt dann immer solche Sachen, dass wir uns auf gut Deutsch in solchen sogenannten Ranges bewegen. Und da wir uns in Ranges bewegen, nicht wie bei Aktien. Aktien gehen ja wirklich, oder auch Aktienmärkte und Indizes, langfristig in eine Richtung und zwar nach oben. Ja, das heißt, man hat natürlich hier auch so Rückschläge, aber man bewegt sich im Schnitt immer nach oben. Das ist bei den Rohstoffen, bei den Range-Märkten nicht der Fall. Ja, und bei den Fleischmärkten kann man es ja auch einfach mal so sagen, wenn Schwein zu teuer ist, nimmt man Rind, wenn Rind zu teuer ist, nimmt man Schwein und so spielt sich das auch einfach ausgedrückt an Rohstoffmärkten wieder. Und was natürlich dann ein Vorteil ist, dass man das für sich, für den Trader auch nutzen kann. Ja? Und das versuchen wir natürlich auch. Also Range-Märkte ist einer der weiteren Vorteile. Diversifikation definitiv. Das heißt, wir sind ja auch bei den Rohstoffmärkten breit aufgestellt mit unterschiedlichsten, wenig korrelierenden Rohstoffen. Und Rohstoffe selbst sind natürlich immer ein guter Ausgleich für beispielsweise Aktienanleihen etc. Bessere Analysemöglichkeiten haben wir hier auch. Ja, wir haben hier beispielsweise diesen COT-Report, den COT-Report, Commitment of Traders. Da müssen sozusagen alle, die hier am Markt tätig sind und eine gewisse Größe haben, die sind dann meldepflichtig und die müssen sich dann bei der Regulierungsbehörde CFTC immer wieder melden und daraus resultierend kommt dann der COT-Report. Und anhand des COT-Reportes können wir sozusagen die Positionierung erkennen und auf Basis dieser Positionierung machen wir Ableitungen, die für uns hilfreich sind, um beispielsweise zu erkennen, ist der Markt vielleicht überbewertet oder nicht. Grundsätzlich höhere Optionsprämien, wir haben aber auch einen gewissen Umfang, das muss man auch sagen. Und im Verhältnis zu den Optionsprämien ist die Margin relativ gering. Ja, Margin wissen wir ja, wir haben ja hier größtenteils Margin-Accounts und der Broker, FX Flat ja auch, verlangt natürlich eine Margin, die wir hinterlegen müssen. Und das ist natürlich dann auch ein Vorteil, weil die Margin sind ja unser Werkzeug. Ja, es gibt ja auch ein sogenanntes Margin Management. Und wenn ich weniger Margin habe, kann ich auf gut Deutsch mehr traden. Wenn ich mehr trade, habe ich schlussendlich auch mehr Potenzial. So, jetzt gucke ich erstmal, ob in der Zwischenzeit irgendwelche Fragen oder sowas ist. Ist noch nichts, ne? Nein. Oder doch? Antworten anzeigen. Eine Sekunde. Es geht wieder. Okay, keine Fragen. Das ist schon mal gut.
So, jetzt gucken wir uns mal an, was für Rohstoffe wir hier eigentlich haben, die wir uns auch später mal anschauen können und die wir traden. Ja, das sind jetzt die, die für mich als Optionshändler interessant sind. Ja, das heißt, wir haben hier verschiedenste Metalle, verschiedenste Agrar, ne, diese Grains, wir haben hier die Meats, die Fleischmärkte, wir haben die Energies und last but not least die Softs, die auch gerne Frühstück-Futures genannt werden. Und diese Buchstaben in den Klammern, ja, das sind die Ticker, das sind ähnlich wie bei Apple, AAPL, ist das für Gold GZ, ja, und so weiter und so fort. Und das sind die, die wir uns anschauen. Was man auch noch schön gucken kann, das sieht man hier auch, wenn man sich die Quelle mal aufruft, das sind die Korrelationen. Das heißt, wie stark korrelieren die Rohstoffe untereinander? Da kann man sich ja schon denken, dass jetzt beispielsweise Gold, Silber sich hier, dass da eine Korrelation ist. Und das kann man natürlich dann auch sich zunutze machen. Hier ein Beispiel von Korrelation und Weizen, Korrelation von Weizen und Mais. Ja, da sieht man schon eine starke und gerade schon gesagt von Korrelation von Gold und Silber, obwohl man natürlich auch wissen muss, dass Silber ja auch primär ein Industriemetall ist. Ja. Sojabohnen, Sojabohnenmehl und dann haben wir noch eine inverse Korrelation, also eine gegenläufige, das ist der Öl- und der US-Dollar. Ja, und damit kann man sich halt alles beschäftigen. Das ist nicht wenig, das ist nicht einfach. Ich kann es jetzt hier auch gerne nochmal zeigen. Hier haben wir beispielsweise bei uns im Club also auch eine Videothek. Da haben wir schon einiges, aber wirklich einiges auf den Punkt gebracht. Deshalb dreiviertel Stunde braucht man schon mindestens, um halbwegs Überblick zu haben. Ja, das ist jetzt nicht viel, aber wenn man sich damit beschäftigt, dann kostet das natürlich mehr Zeit. Ja, aber wir traden das ja jetzt auch bald wieder ein bisschen regelmäßiger. Was natürlich auch immer interessant ist bei den Rohstoffen gibt es ja Saisonalitäten und die Saisonalitäten, die kann man sich jetzt hier bei dem Kollegen von Insider Week, Grüße raus an Max, kann man sich die anschauen. Na, der Max hier beispielsweise, der tradet Futures, ne, mit dem stehen wir jetzt auch in Kontakt. Wir traden ja primär Optionen auf Futures und da hat man natürlich, wie man hier sieht, bei Sojabohnen auch übers Jahr gesehen, bestimmte saisonale Muster. Ja, und das ist halt bei vielen so. Da hat man zum Beispiel bei Öl auch die Holiday Season, also wenn die Urlaubssaison bei den Amis anfängt, dann sieht man auch, dass da eine Preissteigerung bei Öl zu erkennen ist. Oder bei Gold, die indischen Hochzeiten, ja, wenn die sehr aktiv sind Ende des Jahres, dann sieht man halt auch einen Preisanstieg. Bei Gold, also da gibt es viele, viele Dinge. Ne, bei den Grains ist es natürlich auch das Wetter, darf man auch nicht vergessen. Und bei Fleisch, da kommen natürlich auch noch andere Faktoren dazu. Ich nenne jetzt einfach mal Stichwort Schweinepest und sowas alles. Das kann natürlich auch ganz, ganz interessant werden. Eben schon gesagt, Futures sind auch Termingeschäfte. Und die sind halt ähnlich wie bei den Optionen, nur der Unterschied ist, dass sowohl der Käufer und der Verkäufer beide verpflichtet sind. Ich gehe mal hier direkt hier auf. Ne, die sind beidseitig verpflichtend bei den Futures. Das ist ein unbedingtes Termingeschäft. Die Optionen sind einseitig verpflichtend. Ne, da hat ja nur der Verkäufer die Pflicht, der Käufer das Recht, bei den Futures anders. Die Preisgebung ist natürlich auch eine andere bei den Optionen. Wir wissen es, wir haben den inneren Wert und wir haben den Zeitwert, wo ja auch beispielsweise die Volatilität als Impact mit Berücksichtigung findet. Hier haben wir wirklich den Preis, also der Spotpreis, Angebot und Nachfrage plus, hier steht es oben auch nochmal erklärt, Cost of Carry, also Halte- und Lagerkosten. Wir können Optionen direktional und nicht direktional traden. Das ist natürlich mega. Nicht direktional ist zum Beispiel das, was wir mit unseren Stillhaltergeschäften machen. Ja, da verkaufen wir einen Put weit aus dem Geld. Da profitieren wir ja, wenn der Kurs steigt, wenn der seitwärts ist und wenn er sozusagen auch nur begrenzt sich nach unten entwickelt. Das ist dann nicht direktional. Profitieren wir als Optionshändler, ist mega. Futures, ich sag's mal so, wie bei Aktien.
die tradet man direktional. Ne, da nimmt man jeden Punkt nach oben mit und jeden Punkt nach unten natürlich auch. Stillhaltergeschäfte gibt es nur im Optionshandel und auch nicht im Future Trading. Und wenn wir die Optionen auf Futures traden, versuchen wir ja sozusagen beides mitzunehmen. Das ist ja wie bei Optionen auf Aktien. Ne? Da sind wir ja auch indirekt Aktientrader und hier sind wir indirekt Future Trader. Das ist ganz, ganz nett. Jetzt kommen wir aber mal zu den Unterschieden als Optionshändler von Aktien, besonders weil wir auch primär auf dem amerikanischen Markt die Aktienoptionen traden, ist natürlich die Kontraktgröße. Wir wissen, wenn wir beispielsweise einen Cash Secured Put machen, das heißt, wir wollen beispielsweise über die verkaufte Put-Option uns die Aktien andienen lassen, dann wissen wir eins, es geht um 100 Aktien. Ja, es geht dann um 100 Aktien. Future-Future-Option sieht ein bisschen anders aus. Ja, also hier mal ein Beispiel eines Kaffee-Futures. Und da sieht man schon, es geht hier um, nicht 100, um 37.500. Hier steht es auch nochmal. Der Multiplikator jetzt bei Kaffee ist bei 37.500. Das sind 37.500 Pfund. Jetzt überlegen wir, wenn wir jetzt eine Option, nehmen wir mal das gleiche Beispiel an. Wir machen einen Cash Secured Put auf Kaffee. Das heißt, wir verkaufen eine Put-Option auf Kaffee. Was hat das für Folgen? Wenn wir in die Andienung kämen, bekommen wir einen Kaffee-Future ins Depot. Ja, das muss man wissen. Man bekommt einen Kaffee-Future ins Depot. Und diesen Kaffee-Future kann man auf gut Deutsch nicht aussitzen wie Aktien. Es ist ein Termingeschäft, das heißt, läuft, verfällt. Und deshalb muss man natürlich dafür auch sorgen, dass man frühzeitig sich mit der Thematik beschäftigt. Ich sage als Optionshändler auf Futures, gar nicht erst in die Andienung kommen. Wenn man den Future hat und der Future verfällt, wie gesagt, man hat dann eine Pflicht. Man müsste dann theoretisch, wenn man long in dem Future wäre, 37.500 Pfund Kaffee nehmen. Ja, 37.500 Kaffee wäre theoretisch dann bei dem Preis hier oben geschrieben, wären es dann $80.964. Und dann könnte man natürlich im weiten Umkreis die ganzen Starbucks-Butzen da versorgen. Das ist aber nicht möglich. Und warum nicht? Hier steht das nochmal an. Hier steht physische Lieferung, aber, ja, die Abwicklungsmethode, aber hier physische Lieferung nicht erlaubt bei FX Flatbank AG. Und das gilt auch für die Kollegen, ja, das heißt für die anderen Broker, die über IB das hier anbieten. Ja, das muss man halt wissen. Das heißt, wenn man Optionen auf Futures tradet, tradet man einen Terminkontrakt auf den Terminkontrakt. Man wird sozusagen in die Andienung eines Futures kommen, beziehungsweise man wird einen Future abgeben, ja, wenn man das jetzt bei einer Call-Option als Vergleich nimmt. Und wenn man den Future im Depot hat, keine Sorge, es werden keine Schweine geliefert, keine Sojabohnen, kein Öl, kein Gold, kein Kaffee, sondern man muss sozusagen das bar ausgleichen. Ja, das ist halt ganz wichtig, vorher zu wissen. Aber wie gesagt, das sind natürlich auch Umfänge, mit denen man sich auch vorher schon beschäftigen sollte. Wir gucken uns das auch gleich mal an. Wir sind jetzt hier gerade im Option Trader. Und ich denke, das machen wir jetzt einfach mal live. Ich gehe hier rein. Hier habe ich hier schon Gold reingeholt. Wir sind jetzt in der TWS. Ne? Die TWS, die wird ja auch von FX Flat zur Verfügung gestellt. Das ist ja die Trader Workstation. Das ist ja die Handelsplattform, die wir für unsere Trades nutzen. Das ist ja jetzt hier, weil ich am PC sitze, auch die Desktop-Version. Und wenn man jetzt hier sich die Futures reinholen möchte. Wir wissen ja, wenn wir jetzt beispielsweise eine Option auf Aktien traden wollen, dann können wir hier den Ticker eingeben. Ich mache es jedes Mal falsch. Ich schreibe immer APPL, dabei ist es AAPL. Dann holt man sich den Ticker hier rein und dann kann man beispielsweise, gibt unterschiedliche Wege, mit der rechten Maustaste den Option Trader öffnen. Dann wird der Option Trader öffnen und dann könnten wir jetzt auf Apple Optionen traden. Wir haben ja jetzt als Grundlage nicht die Aktie, sondern wir haben ja als Grundlage jetzt die Futures. Und wenn wir uns das jetzt mal bei Gold vergegenwärtigen, sieht es aus wie folgt.
Wir haben gelernt, Ticker ist GC. Gehen wir rein. Hier GC. Und dann würde ich Futures wählen. Und wenn ich Futures gewählt habe, gehe ich auf mehrere, weil wir können ja auf unterschiedlichste Futures mit unterschiedlichsten Laufzeiten traden. Gehe auf Hinzufügen, mache auf Ja, schließe und schon habe ich jetzt hier die Futures. Na, wir müssten jetzt eigentlich der Vollständigkeit halber noch über Backwardation etc. reden, aber wir wollen jetzt erstmal uns das mechanisch hier angucken, wie das funktioniert. Wir haben jetzt Gold drin und wenn wir jetzt beispielsweise mal Gold Future kaufen wollen würden, ja, dann kann ich ja jetzt mal hier anklicken, rechte Maustaste kaufen. So, kaufe ich mir jetzt ein, ja, das ist jetzt hier keine, also ich kann es jetzt hier nicht traden, aber will ich auch gar nicht, nur was ich hier zeigen will, das sind 195.500 Dollar, ne, 195.470, um genau zu sein. Das ist natürlich nicht für jedes Konto, sage ich mal, machbar, ja, das muss man natürlich dann auch wissen. Und deshalb immer vorher gucken, ja, das ist sowieso wichtig, wenn ich jetzt hier reingehe, gehe ich auf Beschreibung, habe ich die Beschreibung und dann sieht man, man hat einen Multiplikator von 100. Das heißt, in dem Fall habe ich 100 mal diese 1957,90 oder die des jeweiligen Futures. Ganz, ganz wichtig. Ich kann das jetzt aber auch anders machen. Ich gehe jetzt hier drauf, gehe auf Option Trader, bin dann im Option Trader. Und was wir uns ja jetzt hier angucken wollen, ist Optionen auf Rohstoffe traden. Was man eben bei der Beschreibung gesehen hat, sieht man jetzt hier auch, nämlich das sind die 100. Das ist jetzt hier der Multiplikator. Und hier sieht man die verschiedenen Laufzeichen. Gold hat viele, viele verschiedene Trading-Klassen, kann man hier sich anschauen. Wir haben jetzt nur die eine genommen. Man kann jetzt auch die wöchentlichen etc. dazu. Aber das ist too much für den Anfang. Und wenn ich jetzt trade und ich sage, ich nehme die 70 Tage, dann bin ich jetzt fein. Und wir gehen jetzt zurück in die Trading View. Gucken uns das mal an. Sind jetzt hier bei Gold. Ja, und wir überlegen jetzt mal, wo wollen wir jetzt beispielsweise die Verkauf, wir wollen jetzt mal einen Bull-Put-Spread eröffnen. Wir machen jetzt mal eine Linie hier. So. Bei 18,25. Ja. Das heißt, hier an dieser Stelle würde ich eine Put-Option verkaufen. Hieße in meinem Fall, ich kriege natürlich eine Prämie, wenn ich die Put-Option verkaufe. Wenn ich eine Put-Option verkaufe, profitiere ich nach oben, zur Seite und begrenzt natürlich auch nach unten, weil wir mit unserem Kurs, mit unserem Strike der verkauften Put-Option weit von dem Geld weg sind. Wir sind 19,70 hat der Kurs, wir sind bei 18,25, das heißt, wir haben Puffer. Wichtig hierbei ist, dieses GC1 Ausrufezeichen, das ist der erste Frontkontrakt. Ja? Das heißt, wir müssen natürlich gucken, dass wir auch den richtigen Future finden. Und wir sehen jetzt hier, ich einfach mit der Maus rüberscrollen, dann wird das kleine Fensterchen da kommen. Und dann sieht man, die Future-Option hier läuft am 26. Dezember ab, also verfällt da. Und der Future, der zugrunde liegt, ist der Februar-Future. Und jetzt gehen wir zurück. Merken, Februar-Future. Ja, das ist ja unser Underlying. Weg damit, alle, zack. Und jetzt gucken wir mal. Hier ist er. Nehmen wir den. Gucken wir uns das an. Ja. Und hier haben wir auch, sagen wir mal, die 18,25, die wir gerade hatten, können wir dann aufmachen. Also immer natürlich darauf achten, wenn man eine Analyse charttechnisch macht, dass man natürlich auch sich den richtigen Future anguckt, weil, wie gesagt, es gibt verschiedene Futures auf Gold, ne, genauso wie es verschiedene Optionen auf Gold gibt. Und da gehen wir jetzt mal rein, sind jetzt hier drin und nehmen jetzt bei 18,25 mal eine Option. Würde bedeuten, wir würden jetzt hier, ich nehme immer den mittleren, ja, würden wir jetzt circa 400 Dollar bekommen,
Ja, aber das steht ja in keinem Verhältnis. Das ist die Margen, die wir hinterlegen müssen, ne, bei der Eröffnung und die wir halt dauerhaft haben. Das sind 4,8, das ist viel zu viel. Das Risiko ist ja auch viel zu groß. Ja. Gehen wir nochmal hier rein. Wechseln wir in beispielsweise Optionstrat. Ich öffne mal eben kurz. Ich habe mehrere Monitore hier. Ja, gehen wir mal hier rein. So. Optionstrat. Damit simuliere ich das jetzt. Wir gehen hier rein und haben gesagt, wir verkaufen jetzt die nackte Put-Option. Nackt heißt ohne Absicherung. Ne? Verkaufen wir. Wir gehen hier, geben auch GC ein und suchen hier auch den Februar. Was haben wir gerade gewählt? Den 26. Dezember. Warum sind jetzt zwei da? Weil, und das sieht man hier auch in der Trader Workstation, wir haben ja noch eine Option und das ist die Option, die dann Ende Januar abläuft, aber auf dem gleichen Future, beides Februar. Und das sieht man hier dann auch. Jetzt haben wir gesagt 18,25. Gucken wir uns das an. Wir haben 8,5% nach unten Break-Even. Ist okay. Ja, also sieht ja ganz gut aus, besonders wenn wir eine Rallye haben. Hier wären es jetzt 415 Dollar, ne, aktuelle Zeit. Aber der maximale Verlust sind natürlich die 100, die 18,25 mal 100 abzüglich der 415 Dollar. Und dann kämen wir hier auch auf den Verlust von 182.000 Dollar. Und das erklärt natürlich auch, warum der Broker von uns so viel Pfand will, so viel Margen. Und da können wir natürlich sagen, das Risiko ist mir auch zu groß. Klar, Gold wird nicht auf Null fallen, weil Produktionskosten bei Gold sind ja da und also der Wert, ja, wird vielleicht bis 1.000 gehen, ist aber trotzdem 82.000. Ich sage es mal so, das ist nicht gut, wenn man in Ruhe leben möchte. Ja, ist das wahrscheinlich nicht empfehlenswert und deshalb machen wir es auch nie nackt, sondern wir kaufen eine Put-Option dazu. Ja, und wir nehmen jetzt beispielsweise mal die 1800 und dann haben wir natürlich viel weniger Prämie, weil die gekaufte Put-Option kostet 270 Dollar. 2,7 mal 100, 270 Dollar. Und deshalb wurde die Prämie von diesen 420 um diese 270 gekürzt. Bedeutet aber auch zugleich, unser Verlust ist jetzt von 182.000 runter auf 2.350. Sieht doch schon besser aus. Chance auf Profit bei 91% ist in Ordnung. Was wir aber auch wissen, ich muss es leider immer wieder sagen, ich bin kein Steuerberater, aber ich weiß, dass diese 20K einfach wichtig sind. Von den 20K, wenn wir diese verfallen lassen würden, würden schon mal 270 Dollar weggehen. Ja, das heißt, da muss man natürlich auch mit haushalten und wie gesagt, monitoren, wenn man die Möglichkeiten hat, sollte man das auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir nochmal zurück, gucken es hier an und sagen, pass mal auf, wir gehen in den Strategy Builder, machen bei 18,25 die falsche, ja, hier ganz wichtig, immer gucken, wo man tradet. 18,25. Und wir haben jetzt gesagt, 1800 kaufen wir die Absicherung. Ja, die Long Put ist ja eine Absicherung. Alles unter 1800. So what? Wenn da was passiert, kann uns egal sein. Wir sind abgesichert. Und da haben wir den Betrag. Und wir gucken uns das mal rein an. Wir nehmen jetzt mal die 140, übermitteln. Und dann sieht man natürlich, die ehemals 6.000 und 4.500, die sind jetzt in 900 und 724. Ganz, ganz anders. Ja. Und dann geht man auf Überschreiben, Übermitteln. Dann lässt man ein bisschen Zeit. Grün heißt, es ist aktiv. Jetzt kann ich mal runtergehen. Und zack, jetzt habe ich sozusagen einen Bull-Put-Spread eröffnet auf Gold. Das heißt, jetzt gucken wir mal, was die nächsten Tage und Wochen passiert.
Jetzt kann man natürlich noch viele, viele andere Strategien fahren. Ja, es gibt ja noch Möglichkeiten, die sehen ein bisschen anders aus. Da wäre beispielsweise, dass wir sagen, ja, ich glaube schon, dass jetzt Gold die nächsten Tage stark steigen wird. Und ich will nur ein bisschen investieren. Ja, vielleicht 70, 100, 150 Dollar gibt es da eine Möglichkeit. Kann man alles machen. Gehen wir mal hier in den Bull Call Spread rein, ja, und machen uns mal was anderes hier auf, ja, und dann sieht man jetzt hier beispielsweise, das sind jetzt 130 Dollar, wie uns das kostet. Das ist kein Credit Spread, wo wir was bekommen, sondern das ist ein Debit Spread, wo wir was bezahlen. Das heißt, die gekaufte Option ist teurer als die verkaufte. Ja, die gekaufte ist teurer als die verkaufte. Absolut 20k unfriendly. Nur zu machen mit wahrscheinlich einer Trading GmbH oder für alle, die jetzt nicht steuerlich in Deutschland ansässig sind, zumindest nicht als Privatmann. Ja, und dann guckt man sich das mal an und dann kann man ja schon sehen, hier kann man relativ schnell, wenn das mal losgeht, auch profitieren. Ja, und wenn man es jetzt mal so macht, dann sind das natürlich Möglichkeiten, die man immer wieder an der einen oder anderen Stelle streuen kann. Man kann es natürlich auch, wie gesagt, ein bisschen anders machen. Das wäre jetzt ein Call-Ratio-Spread. Ja, das sieht natürlich hier, müssen wir ein bisschen verändern, damit das auch ein bisschen billiger wird. Ja, machen wir jetzt mal, haben wir jetzt hier diese Range. Ich gehe mal hier rein. Ja, das wäre jetzt auch ganz interessant, wenn der Goldpreis jetzt zwischen 1963 und 2136 am Ende der Laufzeit ist, sind wir im Profit und vielleicht können wir sogar diesen Peak erreichen. Ja, das heißt, ich hätte jetzt hier mit einem Invest von 315 Dollar, auch ein Debit Spread in dem Fall, hätte ich halt die Möglichkeit, diesen Max Profit zu machen. Man kann es natürlich variieren, wie man es mag. Ne, man kann natürlich jetzt auch da ein bisschen anders vorgehen, ja, dass man je nachdem, was für Annahmen man sozusagen trifft, kann man sich das jetzt hier auch schön zusammenstellen. Ja. Wichtig ist, man muss sozusagen die Systematik dahinter verstehen. Ich bin kein Freund davon, ich erwarte ganz konkrete Handlungsanweisungen. Ja? Nein, also das Wichtigste oder das Beste ist, dass man so weit kommt, dass man weiß, wenn ich jetzt mir Spaghetti kochen möchte, ja, was ich brauche, damit am Schluss auch Spaghettis sozusagen rauskommen. Ja? Und da ist es, das kommt nicht von heute auf morgen, aber das kommt schneller, als man denkt. Ich sage es immer, die ersten drei Monate, wenn man sich intensiv mit der Thematik beschäftigt, die haben eine immens hohe Lernkurve. Ja? Und danach muss man sich halt überlegen, ja? Will man von der einfachen Raupe zu einer schönen Raupe oder will man nachher von der schönen Raupe zum Schmetterling, ja, werden. Das sind natürlich immer alles Fragen des Investierens. Investierens meine ich natürlich mit der Zeit und mit den jeweiligen Leuten, ob man das macht oder nicht. Wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt und ganz, ganz wichtig, vorher weiß, was man für ein Risiko im schlimmsten Fall erwarten kann. Ich habe es eben gesagt mit dem 9-Tage Iron Condor, den ein netter Kollege aus dem Club mir da gegeben hat, ein super Trade, nur die 22.000 theoretisch Verlust, welcher da entstehen könnte, wäre natürlich nett, wenn man auf der anderen Seite auch eine Möglichkeit hat, das abzusichern. Und das ist nicht einfach, da kann man nicht einfach sagen, ja, mach an dem und dem Punkt zu dem und dem Preis einen Long Put auf. Das ist leider nicht so mal eben gesagt, warum, und hier sehen wir es, wir haben hier diese Griechen, die Sensitivitätskennzahlen, also wir haben viele Einflussfaktoren, ne? die Laufzeit, also es ist so vieles, da muss man die Situation manchmal auch individualisieren. Klar, man kann natürlich eine Pauschalaussage geben, die weiß Gott besser ist als keine, nur wenn man nachher in der Situation ist, das ein wenig mehr zu professionalisieren, dann ist es natürlich auch wichtig, dass das, was man halt
vorgeschlagen bekommt, dass man das versteht und natürlich immer wichtig auch in Frage stellt. Ja, das ist ja jetzt nicht so, wenn man etwas in Frage stellt, dass man dem Gegenüber anzweifelt. Das heißt es ja nicht, sondern einfach, dass man sich auf einem produktiven Level da austauscht. Ja, und das ist natürlich auch für den einen oder anderen, der länger dabei ist, auch eine schöne Sache. Ja. Und jetzt gehe ich mal auf die Fragen ein. Ich kriege das irgendwie nicht hin. Ich gucke mal eben kurz, wie ich das... jetzt habe ich es. Ich gehe mal kurz auf die Fragen ein. Eine Frage. Grüße raus nach Wien. Ich war letztens übrigens das erste Mal in Wien und da war auch ein ganz, ganz bekannter, ich vergesse mal, so ein 83-jähriger, ehemaliger Elvis aus Deutschland war auch mit an Bord in Wien. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Peter, noch was. Naja, auf jeden Fall, mit dem bin ich da zusammen geflogen. Wien war ganz nett. Eine E-Mail immer raus. Genau. Könnt ihr bitte den Link dazu im Chat posten? Was für ein Link? mail@optionsforwinners.de. Ja, kann man wahrscheinlich auch so. Guten Tag. Kannst du bitte ein wenig erklären, was im Club gemacht wird? Ja, im Club machen wir alles das, was ich hier gerade erzähle und was auf der Homepage optionsforwinners.de/club steht. Ja, also wir machen wirklich viel. Ist jetzt in 5 Minuten nicht erklärt. Ja, direktionales und nicht direktionales Trading habe ich ja gerade gesagt. Direktionales Trading ist jetzt pauschal gesagt, wenn du 1:1 von der Kursentwicklung profitierst bzw. verlierst. Ne, wenn du eine Aktie long bist, also eine Aktie gekauft hast, machst du Plus, wenn die im Plus ist, und machst Minus, wenn sie im Minus ist. Wenn du jetzt nicht direktional mit einer verkauften Put-Option weiter aus dem Geld bist, bist du ja nicht 1:1 am Underlying dran. Ne, da haben wir ja auch zum Beispiel das Delta. Das Delta gibt ja sozusagen auch an, wie viel du schlussendlich von der Entwicklung oder an der Entwicklung des Underlying partizipierst. Ne, Stichwort Delta Hedging. Da gibt es ja auch Strategien, wie man beispielsweise unabhängig von dem Underlying trotzdem profitabel ist. Das habe ich eben auch erklärt. Also das sind alles Fragen, die ich schon erklärt habe. Muss man die Option oder die Future die Ware annehmen? Nee, habe ich eben auch schon erklärt. Ich habe gesagt, da gibt es einen Barausgleich. Keine Sorge, die 37.500 Pfund Kaffee, die brauchst du nicht an Starbucks verticken. Du musst sozusagen einen Barausgleich machen. Nein, Peter, gute Frage. Ganz neu, das mit den Future-Optionen bei Optionstrat ist echt mega. Nee, aber das ist jetzt eine Frage zum S&PX Iron Butterfly, da sind wir jetzt nicht dran. Ja, also da muss ich jetzt auch sagen, aber komm, mache ich jetzt einfach mal schließen, wenn wir die Null-Tage schließen. Ja. Ja, das lernt man im Club. Ja, wir nehmen sogar Österreicher auf. Wir haben sogar ganz viele Österreicher. Kann man auch auf der Clubseite sehen. Ja. Ich weiß nicht, kann man es hier sehen? Österreicher, hier. 4,4% Österreicher haben wir. Also wir nehmen auch gerne Privatpersonen und auch Unternehmer aus Österreich auf. Genau. Ja, das waren jetzt sozusagen viele, viele wichtige Dinge, die wir da besprochen haben. Ich möchte das aber auch noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wenn wir Optionen auf Futures traden, heißt das schlussendlich, wir traden Terminkontrakt auf Terminkontrakt. Beides verfällt, ganz wichtig. Eben nochmal wiederholt, es kommt zu keiner Anlieferung von Rohstoffen, definitiv nicht. Wenn wir Optionen auf Futures, dann kriegen wir die Futures, auch ganz wichtig. Wir konzentrieren uns auf die COT-Daten, auf die Commitment of Traders Report, da haben wir auch einen Analyzer hier im Club zugänglich, der wird immer automatisiert. Den COT-Report, den gucken wir uns nächste Woche an. Ja, der ist halt auch ganz wichtig. Da gucken wir uns auch mal an, wie die unterschiedlichen Marktteilnehmer zueinander funktionieren. Wir haben Möglichkeiten, auf sehr viele verschiedene Rohstoffe zu traden. Meistens leider weniger 20K freundlich. Das ist natürlich auch wichtig zu wissen. Und wir traden halt auf Futures. Die haben ja auf gut Deutsch auch einen großen Umfang, gerade gesehen bei Gold. Wenn man jetzt long in Gold ginge, dann wären wir bei fast $195.000.
Welche Laufzeit muss man für die Short-Option wählen? Ja, eben auch gesagt, von wegen, es gibt verschiedenste Strategien. Da sucht man sich auch verschiedene Laufzeiten raus. Für unser Counter-Trend-Trading gehen wir so um die 75 Tage. Und da verkaufen wir halt dann die Optionen zwischen einem Delta von 7 bis 12. Was ist der Unterschied zwischen Optionen auf Goldspielschein im Vergleich zu Optionen auf GLD? Ja, auf GLD tradet man auf ein ETF. Ja, GLD ist ein ETF und Future ist ein Future. Ja, also das ist halt dann der Unterschied. Das hat natürlich dann auch eine ganz andere Auswirkung. Der Gold Future, der ist, glaube ich, bei 170. Können wir mal reingehen. Ja, der Gold ETF hier. Ja, bei 180 jetzt. Ja, das ist natürlich was ganz anderes. Ne? Und da wirst du halt auch sehen, wenn ihr jetzt hier unten bei 168 eine Option verkaufst, gucken wir uns das mal schnell an. Ja, nehmen wir mal die gleiche Laufzeit, ungefähr bei 70 Tagen. Hier. Wenn wir jetzt, was haben wir jetzt gesagt, die Herren lässt grüßen, bei 168 bei dem Punkt verkaufen, da würden wir jetzt $43 für die verkaufte Option bekommen. Also es ist eine ganz andere Story, ja, das muss man schon sagen. Was aber auch nicht verkehrt ist, ne? Nur ich gehe ja immer nach dem 1 Dollar pro Tag, also ich möchte Minimum 1 Dollar am Tag verdienen, das würde für mich dann schon mal rausfallen. Kann man natürlich mit unterschiedlichen Strategien auch machen, indem man Iron Condor etc. macht. Sind da sonst noch Fragen? Genau, ne? Also DL, wie gesagt, von wegen, wir gehen dann raus immer am selbigen Tag. Ja. Okidoki, ich glaube, das war's. Ja, wir haben die Stunde jetzt auch fast geschafft. Das ist gut, wir sind viel durchgekommen. Nächste Woche weiter. Wenn Fragen sind, wie gesagt, also jetzt auch zum Inhalt, nicht nur zum Club, sondern zum Inhalt, mail@optionsforwinners.de und noch ganz wichtig am Ende, das möchte ich vielleicht hier auch nochmal kundtun. Wir sind jetzt auch bald on Tour. Das heißt, wir sind physisch unterwegs, präsent. Wir sammeln Interessenten insoweit, wenn du jetzt beispielsweise mal nach einem bestimmten Inhalt suchst und möchtest das auch in einem Ort machen, der vielleicht bei dir in der Nähe ist, kannst du unverbindlich dich hier eintragen zu verschiedenen Themen und natürlich dann auch den jeweiligen Ort. Wir haben jetzt schon genug gesammelt, dass wir beispielsweise in Düsseldorf und in Frankfurt Trading nach COT, das ist ja hier dieser Rohstofftrading, und Hedging anbieten werden. Ja, für all jene, die sich vielleicht auch mal für ein physisches Meeting interessieren, wir werden im Anschluss natürlich mit einem Angebot kommen. Ja, Angebot heißt, da werden wir auch zeigen, was wir machen und was für einen Preis. Und eins kann ich, bei einem könnt ihr davon ausgehen, meine Preise sind immer ganz, ganz fair, weil, und das sage ich ja auch bei meinem YouTube-Kanal, ich möchte wirklich den Optionshandel salonfähig machen und ich finde, dass wir da in Deutschland und auch in den anderen deutschsprachigen angrenzenden Ländern noch sehr viel Aufholbedarf haben im Vergleich beispielsweise zu unseren Kollegen in den USA. Ich bedanke mich an dieser Stelle und auch vielen Dank, Wolfgang, war sehr angenehm mit dir und ja, von meiner Seite aus würde ich mich gerne verabschieden wollen. Ja, Thorsten, vielen Dank. Ich fand es auch angenehm mit dir. Wir hören uns, glaube ich, wieder am 23.10. 18 Uhr mit dem Markus Runau. Ist richtig, ne? Ja, richtig. Da sind wir wieder mit Markus und da freue ich mich auch drauf. Genau. Ja, super. Okay, ja, ich danke allen Teilnehmern für das Zuhören und wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag. Dankeschön. Super. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss. Ciao.